Hallo YouTube, willkommen bei Blazon TV, heute zum nächsten Part der Ballas Action Tour. Wir haben richtig Glück, ihr seht es oben links im Chat, es wurde der Notstand ausgerufen, ja ihr habt richtig gehört. Es sind ein Haufen Leute auf dem Server, viele Verbrecher, viele böse Jungs, keiner böser als wir. Das heißt, wir nutzen das jetzt eiskalt aus. Heute mit am Start, außer unserer Gang noch zusätzlich der Lukas Let's Play Noob. Danke, dass ich erstmal von der Gang ausgegrenzt werde. Bist du gar nicht, bist ja hier volles Mitglied. Doch, dann, das klang so. Ah nein, dann der Cation LPS. Hallihallo Leute. Und von Redmix, der Flo als Skripter. Guten Morgen. So, und ich drehe mich hier mal ganz kurz um, weil die Gang ist noch gar nicht in meiner Aufnahme drin. Ah, jetzt rennt hier schon einer ins Bild. Ba, 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 ba. Weil ich's kann. Yeah. Nice. Ja, wir nehmen heute aus drei Perspektiven auf, der Cation und der Lukas und ich, jeder aus der Ego-Perspektive, dass ihr ein bisschen auch die anderen Sichtfelder seht. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt in die Karren ein, rein und fahren in die Stadt, weil da geht die wilde Schießerei los. Notstand bedeutet, die Cops fahren alles. Es fahren Panzer, Hydras, Kampfhelikopter und man darf auf alles schießen, was sich nur bewegt. Das heißt, wir metzeln alles nieder, komplett. So ja, sieht's aus. Da freue ich mich schon drauf. Wo ist Adi? Adi ist mein Stammfahrer. Wo ist er denn? Ja. Adi! So, vier Mann pro Auto oder? Adi. So, warte, ich mach kurz meinen Ton noch ein bisschen höher. Wo ist denn Adi jetzt hier? Adi ist weg. Ja, scheißegal. Ach, hier ist Adi. Wunderbar. Da steht er. Jawohl, mit dem Infernus. Natürlich, muss ja auch die Nobelkarre sein. So, dann ach, scheiße, falscher Knopf. Jetzt schmeiß ich einen Adi erstmal raus. So wird es gemacht hier. Hier fährt nur der Boss. So, steige ein, Adi. So, also man muss sagen, Lukas ist hier bei mir am Steuer. Ich sitze bei Lukas im Auto. Das heißt, ankommen, nicht umkommen. Oha. Oh, es fängt schon gut an. So, jetzt einfach mal geradeaus in die Stadt. Okay. Fahren einfach mal hinterher. Du wirst verrecken, schreibt der Bär in Chat. Ach du Scheiße! Oh. Adi, komm, du fährst. Ist mir scheißegal hier. Ich kann das sowieso nicht. Ich steig mal kurz aus. Okay, warte mal kurz vorne. Komm, Adi. Komm mal kurz warten, Lukas. Bevor wir hier noch verrecken. So. Los geht's, Adi. Adi, wo bist du? So, man kann sich auch ganz cool aus dem Fenster hängen. Jo. Hier links abbiegen, jawohl. Ah. Oder waren schon die Gegner? Nee, waren sie nicht. Also geradeaus in die City rein. Okay. Haben alle keine Rüstung. Weiß nicht, hat der Waffenshop noch offen? Der hat schon zu. Scheiße. Oder nee, hat offen. Nein, das LS müsste noch offen haben jetzt. Dann schnell zum Waffenshop rechts. Oh. Gleich wieder links. Adi weiß Bescheid. Adi, fahr davor einfach. Ja, davor. Alter. Und gleich wieder links. So, hier ist der Waffenshop. Der hat aber dicht, oder? Ja, also bis 22 Uhr. Ja. Zeit. Das ist perfekt. Ja, nice. So, dann erklären wir es gleich mal dem Lukas. So, Slash by Gun. Slash by Gun. Da hast du hier so ein schönes Menü, da nimmst du mal auf jeden Fall die Rüstung. Und ich nehme meinen guten Freund die Pumpe. Ich nehme die AK. Oh, ah. Aha, die AK. Wenn es mal wieder schneller gehen soll, nimm die AK. Ja. Schnapp dir einen Snickers. So. Mein Auto, ach da. So, du magst fahren, ne, denke ich mal. Yep. So, wir sitzen in der Hut und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwen abballern können. Ja, wir sind ja in absoluter Feindschaft noch mit der Yakuza und das bedeutet Gemetzel, sobald wir sie sehen, drauf und voll auf die 12. So, jetzt machen wir hier Platz hier, hup mal, der Typ da mit der Karre, da ist schon eine Limo. Okay, wir fahren mal geradeaus, ja, hier geradeaus. Okay. Ich lotse dich mal so ein bisschen durch die Stadt, so hier gleich rechts hoch. Aber wir fahren jetzt mal Richtung Pay and Spray, links und gleich wieder rechts. Jo, du kennst die Karte gar nicht, oder? Wer? Doch, ein bisschen schon, doch. Okay. Doch. Links. Aus dem Singleplayer, oder? Der Singleplayer nie gezockt, nee. Ach was, oder super geiles Game. Oder fahr einfach den anderen mal hin und her, das ist vielleicht einfacher, genau. Kann ich jedem empfehlen. Und jetzt fahr mal rechts hoch Richtung Burgershot. Burgershot, da kannst du dann immer was futtern, wenn deine Lebensenergie runtergeht. Dann rechts, bitte. Rechts. Da steht doch wer, wollen wir die abballern hier, die Noobs? Es ist Notstand, oder? Aber es sind Neulinge, dürfen wir nicht. Mist. Das eine ist einer nicht Neuling bei. Wir müssen Polizisten suchen. Polizisten ist nicht Neuling. Ja, aber Notstand ist ja eigentlich nur für die Cops. Das heißt, sie dürfen jetzt schon ab ein Wanted knallen. Ja, das ist ja unfair. Was soll das denn? Ich würde euch nicht empfehlen, in den BSN reinzufahren. Nee, der brennt. Ihr seht's hier. Jetzt hier müssen wir einfach Flash Handy und dann die Feuerwehr anrufen. Ja, wer empfehlen wird. Ich mache Feuerwehr nichts für den Zweck. Es brennt BSN. So. Wir fahren einfach mal weiter rum. Ein Event ist momentan nicht, das heißt, wir sind alle in der Stadt. Warst du vorne mal rechts? Ja, wartet mal, hier unsere Karre brennt fast. Ah, die fährt hier wieder Henker. Wäre ich mal lieber gefahren, ohne Scheiß. Unglaublich. Wäre die lieber bei mir mitgefahren. Hier, mein Auto hat noch nicht mal gerade mal hinten die Schürze kaputt, mehr nicht. Oha, sieht ein bisschen anders aus von hier, aber...
Ihr könnt euch bei uns weiterhin noch bewerben, es sind noch Plätze frei. Und Bewerbungskriterien habt ihr auch im Film. Ey, hinter uns sind, glaube ich, die Yakuzas, ich bin mir nicht sicher. Okay. Wartet mal langsam. Achtung, Blitzer. Oh. Mal langsam fahren. Fahrt mal zum Waffenshop schnell. Ist er da hinten? Weil da haben sie, glaube ich, angehalten. Da sind noch die Bullen. Ja. Wir müssen aufpassen, ich habe Wanted. Ja, richtig so, wir sind genug Leute. Ja, ich habe Wanted. Na, das sind nicht die Yakuza. Ach, schade. Die haben auch so eine goldene Karre. Kann man leicht verwechseln. Ja, leider. Wo treiben die sich denn rum? Das ist so ein Knoten. Oh, ich brenne! Ich brenne! Oh! Nein! Da macht Plätze frei ein. Oh Gott! Noch auch noch Platz. Jo, lass mal zum Waffenshop. Meine Weste ist fast wieder weg. Ich laufe mal runter, uns fehlt ein Auto. Ja, wo ist? Wir haben noch ein Plätzchen frei. Mir nicht. Nicht? Okay. Nein, unsere Plätze sind voll. Wenn du zählen kannst. Ja, dann klauen wir hier einen Roller. Es ist ja Notstand. So sieht's aus. Oh, nicht überfahren hier. So, ich bin gleich wieder da. Jo. Bei Gun. Hier ist ein Bulle übrigens im Waffenshop. Echt? Der soll mal rauskommen. Wir können auch jetzt den Kopf abknallen, oder Flo? Notstand. Nee, sie dürfen jetzt ab einem Monat schießen. Und ja, zwar hat er eine SWAT-Ausrüstung. Ja, sonst wäre das auch immer noch SM. Komm raus, Real. Gut. Du Noob. Zack. Ach, Noob ist nicht erlaubt hier. Das ist ja wie bei ja, der Stasi hier. Der Name ist verboten. Let's Playroom darf ich gar nicht verwenden auf diesem Server. Komm raus, du Stern, habe ich gemacht. So, wo seid denn ihr? So. Hier, der in dem Rauch. Hier vorne. Da ist er. Oh, da ist er. Oh, der zack, ist er wieder drin. Der wird geschlossen. Oh. Was? Oh. Dürfen wir schon abballern eigentlich? Oh, nee, das dürfen wir aber nicht hier. Ey, was denn hier los? Kommt mein Fahrrad angeflogen. Wollen wir einfach drauf schießen? Scheißegal. Dürfen wir ja nicht. Das nee. Er schießt ja nicht auf uns. Aber das geht ja mal gar nicht, was er hier macht. Naja, schön, dass alle ausgestiegen sind. Ey. Ich habe jetzt ein Plätzchen frei hier. Wunderbar. Nein, umso besser jetzt. Können wir Waffen verkaufen. Einer muss laufen. Nö, wir sind alle im Auto. Ach, das ist ja super. So, wer ist das? Ah, oh, das sind auch nicht die Yakuza. Mist. Soll ich einfach mal schießen? Ja, können wir auch mal schießen. Wir können aber auch einfach einen Cut machen und die Yakuza suchen und dann einfach wieder einsteigen, wenn wir sie gefunden haben. Das geht auch. Ich mach keine Cuts, lass uns einfach schießen. Dann ziehen wir es durch, eiskalt. So sieht's bei mir auch aus. Macht er hier nicht hier offscreen? Ist er für den Arsch. Ja, sonst fahren die hier nämlich rum wie die Geier. Aber wer ist das da? Das sieht doch schon hier verdächtig aus. Lass den platt machen, diesen Tatra, was auch immer wie er heißt. Tatra, warte mal, wo haben wir sie denn hier alle? Fahr zurück! Jedes Mal, wenn man den Feind sucht. Der hier, oder Bunny. Bunny ist auch gut hier. Einfach draufrotzen, scheißegal. Oh, jetzt fährst du denn hin? Haben wir denn keinen in der Wanted-Liste drin? Warte mal, was ist denn da vorne? Lukas, fahr mal geradeaus weiter. Mein Auto qualmen, das ist auch so nebenbei. Jetzt mal schön weiterfahren, jawohl. Oh, fahr raus, Adi! Nein, noch. Oh, du bist so ein Lappen, ey. Oh, scheiße. Was ist da in die Luft geflogen? Ja, die haben uns hier eingebaut. Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wie geil. Warte, ich ihr seht, also bei uns ist immer für Action und Chaos gesorgt, ne? So viel zum Thema pure Gang-Organisation. Komm, fahr rückwärts. Ich fahr nicht rückwärts, Kollege. Jetzt fehlt uns hier eine Karre. Hier, das ist Aussteigen hier. Fahr, gib Gas. Hier ist im Weg. Siehst du das nicht? Ich würde sagen, es sollte irgendjemand mal Autos besorgen. Haben wir keine Autos mehr? Vielleicht haben wir welche im Ordnungsamt, Leute. Im Ordnungsamt eventuell. Da können auch noch die Karren stehen, ja. Ich glaube gerne. Dann Adi, Bungie, Gier, lass uns zum Ordnungsamt laufen. Zurück? Oder wie? Oder wo ist das? Ach, dann laufe ich eben euch hinterher. Noch lang. Meine Güte. Jetzt da vorne mal links. Wir fahren jetzt mal zur... wie heißt es nochmal? Stadthalle, genau. Scheiße. Ich meinte, jetzt explodiert auch gleich unser Auto, Lukas. Soll ich lieber fahren, oder? Nee, schon gut. Wo lang? Okay. Oh, jetzt ist es dann gleich kaputt. Wo lang? Rechts. So. Zu unserer Linken ist jetzt das Polizeirevier. Wir biegen rechts ab. Und wir latschen gemütlich hier zum Ordnungsamt. Wow. Und dann geradeaus über die Kreuzung drüber. Oh, wenn er mal sprinten würde hier. Mal langsam. Oh, das sind sie auch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo sind die denn? Naja, dann fangen wir mal damit an. Also es gibt Drogen zu kaufen bei uns und Waffen. Das Ganze muss man außerhalb hier von der City machen. Da gibt es dann solche kleinen Points, Kollege, wo man, wie gesagt... Alter! Das ist doch unglaublich hier, einfach hier rumrauchen. Oh, jetzt brennen wir, jetzt raus. So. Hey, ich will den Typen töten, der hat meine Karre... Aua, die Karre geschossen. Jo, und da hinten ist sogar eine Karre auf dem Ordnungsamt. Okay, hol die mal. Ja, wir sind da zu viert, das passt perfekt.
Schöner Jeep. Ich auch hier ein Auto klauen? So, dann laufen wir mal zur Stadthalle zurück und ich erzähl mal weiter. Also wie gesagt, wir verkaufen Drogen. An der Stadthalle gibt's einen AD-Point, da könnt ihr dann ab Level... Ich hab ein Auto. Ich hab schon. Okay, da könnt ihr dann ab Level 3 eine Werbung schalten, nach Kriterien natürlich, die euch bitte in den Serverregeln durchlest. Also alles ist dort nicht erlaubt. Hallo, und Benny, willst du nicht? Ja, ich darf nicht hier drauf, das ist dann Carsurfing. Warum das können wir hiermit nicht losfahren, Leute? Ist leider nur ein Zweitürer, aber ihr könnt ja schon mal fahren. Nee, hier, kriegst du noch Autos, hier stehen auch welche rum. Die schwarzen kannst du mitnehmen, die sind offen. Ach so, ja toll, ja, dann nehmen wir uns gerade die Karren. Was? Die sind nicht zu. So, der ist abgeschlossen. Meiner war nicht offen, meiner war zu offen. Und der ist auch abgeschlossen. Geil, da hatte ich Glück gehabt. Da hast du jetzt wirklich Glück gehabt. Wir können auch irgendwie versuchen, ein Taxi zu nehmen. Ne, das geht auch nicht. Also wie gesagt, Drogen und sowas gibt's zu kaufen. Der Krieg mit den Yakuzas. Wir haben ein riesen Match gehabt vor dem Waffenshop heute Mittag. Gestern war's. Das war wirklich brutal. Also zum Schluss waren dort, ja, sagen wir mal, knappe 25 Mann aus verschiedensten Gangs, die da wild aufeinander rumgeschossen haben. Es ist wirklich einiges los. Mittlerweile auch die anderen Gangs ziemlich am Füllen. Haben ordentlich Member bekommen. Das heißt, wird hier so langsam ein richtiger Gangfight entstehen. Oh, Neuerungen sind auch auf den Server gekommen, einige. Und Entschuldigung. Hoppala. Im Skript wird sich auch einiges ändern jetzt. Ein paar Specials, vor allem für die Gangs, sind geplant. Einiges schon in Kürze. Hier sieht man die Müllabfuhr, weil wir vor ein paar Tagen mal gesagt hatten, man verdient als Kehrmaschine am meisten. Das ist leider nicht mehr. Mittlerweile ist es die Müllabfuhr. Das wurde alles ein bisschen runtergesetzt. Aber man verdient trotzdem ausreichend Geld. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Oder so, du hast keinen Job. Genau, du mistest dich ja hier bei uns ein, ne? Wir füttern dich jetzt hier mal durch. So, ich laufe jetzt einfach mal Richtung Waffenshop, da geht eigentlich immer was ab. Ah, ich habe gerade die Kamera so verdreht, dass ich unterm Auto gelandet bin. So, ich habe mir eine Energie geklaut. Dankeschön, das ist nett fürs Überfahren. So, eine Energie geklaut. Ich habe nicht überfahren. Ja, so. Ich habe eine Energie. Darf ich auch noch was sagen, oder? Ja, sicher. Hervorragend, ja. Die Karre ist jetzt frei, hier sitzen jetzt irgendwie aber nur drei drin. Wo seid denn ihr? Wir laufen gerade zum Waffenshop zurück. Zu Fuß? Ja, natürlich, wir sind aber auch gleich da. Ist eure Karre breit, oder was? Ich hab mal hier vorne geht was ab. Ich stand frei rum auf dem Parkplatz. Und ihr latscht trotzdem zu Fuß. Naja, was soll's. So, wir sind auch gleich da. Das ist ein Zweisitter. Adi sitzt drin. Ach so. Mann, Adi, ey. Adi. Der kann nicht laufen. Da sind wir schon am Waffenshop. Soll ich irgendwie nur fahren? Ja, da bin ich. So, Waffenshop, da sind wir jetzt alle wieder. Aber ich find's halt dreist, dass das Ding zugemacht worden ist. Also einen Platz habe ich noch frei hier. Dann rinnen hier. Haben sie besser für uns, da können wir jetzt unsere Waffen verkaufen. So, und wir fahren am besten direkt zur Yakuza Base. Wir fahren Yakuza Base, genau. Wir zeigen euch jetzt mal, wo die Yakuza Base ist. Ne, gib Gas, fahr du vor. Ich weiß auch nicht, wo es ist hier. Adi muss fahren. Mich mal fahren hier. Adi ist mein Stammfahrer. Nein, Adi, du fährst nicht. So, lass mich mal hier ran ans Steuer. Mann, der Chef nicht immer alles selber macht hier. Ich kenne mich noch nicht mal aus hier auf der Karte. So. Ja, jetzt haben wir hier den Bär, der muss jetzt laufen. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Klaut ihr das Auto von Timme oder so? Da war doch einer. Bin ich blöd. So, zack, hier, Waffe raus. Der alte Gangster-Styler hier am Start. Kann man auch irgendwie Gangster vom Auto fahren, wenn man alt gehält? Ja, oh, was ist denn hier los? Ja, es brennt immer noch. So, nichts Neues. Die Biker sind auch nicht da, aber wir nehmen die Abkürzung. Hier, wir zeigen das mal denen. Und zwar haben wir es ja richtig cool. Bei uns an der Base können wir über die Schienen fahren, durch den Tunnel durch. Und alle, die sich hier bei uns einnisten, dass ihr auch direkt Bescheid wisst, wenn ihr dann mal in die Las Vegas City möchtet, so nenne ich es nämlich, wegen den ganzen Casinos, einfach durch den Tunnel durch, da kann man auch schön vor den Cops fliehen, wenn die mit Helikoptern kommen und sowas. Da können sie nämlich nicht rein. Da werdet ihr eure Wanteds ganz schnell los in der Hoffnung. So, hier sind wir jetzt auch gleich bei uns in der Nähe der Base. Hoppala. Und dann nehmen wir ein paar neue Autos mit, würde ich sagen. Ja. Wie geht der Member-Chat? Der Member-Chat mit /F. Okay, danke. Für Fraktion. Da ist auch einer bei uns in die Base reingefahren, da unten. Ja, das ist ein Neuling, unglaublich. Das ist ja Base-Einbruch. Ja, leider dürfen wir den nicht erschießen. Nein, Neulinge sind ja geschützt. So, wir nehmen uns einfach mal hier ein Auto wieder. Ich brauche mal ein neues. Ich will ein vernünftiges, sagen wir mal so. Ja, der Autoverschleiß wird aufgrund Lukas sehr hoch werden. Muss mal gucken, wie das Versicherungstechnisch wird. Der Autoverschleiß wird hoch, dank mir, ey, komm. Ja, nee, wie das versicherungstechnisch wird, muss man es da mal gucken. Ja, dreh mich doch rum. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Autos am Start. Jeder eins, oder wie sieht das aus? Ja, ist ja Wurst. So, dann hier mal in den Tunnel rein.
Auf zur Yakuza Base. Dann schauen wir mal, ob wir die schwarz angezogenen Menschen. Das die Reisfresser, du sagst doch, die genau. Gay-Kusas. Die Reisfresser. Meine Güte. Ja. Immer hier mit dem Blatt vom Mundle, das steht ja nicht so gut. Bei schwarzen Männern denke ich eher an Alienjäger. Blatt so vom Mundle, geil. So, wir müssen ein bisschen, ich muss mich hier ein bisschen sputen, meine Karre ist so langsam, ich habe wieder die schlechteste Kröte genommen hier. Fahr! Scheiße. Wohin fahren wir jetzt eigentlich? Wir fahren jetzt zur Yakuza, zur Reisfresser-Base. Und haben wir dann mal überschieden mit dem Auto, wohlgemerkt. Ja, es geht nicht anders. Das ist also wirklich die Abkürzung. So sparen wir uns die Stadt, weil aufgrund des Notstandes es wahrscheinlich auch die Mautstationen geschlossen sind. Das heißt, die Highspeed-Verknüpfungen der Autobahn sind gesperrt. Da kannst du mal von ausgehen. Na, wenn das natürlich Panzer stehen. Hier kannst du Fahrprüfung drauf an, ihr fährst nicht schneller als 100. Das ist aber wegen welcher Fraktion ist der Notstand ausgerufen worden? Wegen dem Ballast? Na, das ja schön wär's, ne? Also wir müssen es auch mal schaffen, den Notstand auszurufen. Ich glaube, der wird aber schon links zum Maul bekommen. Ja, derzeit für euch auch mal interessant, da sind jetzt so im Schnitt wirklich 100 Leute bis 120 auf dem Server. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall viel Spaß haben. Und zwischenzeitlich geht's hier so richtig ab. Aber Zwischenfrage, seid ihr immer noch auf den Schienen? Ja. Also bevor ihr runterfahrt von den Schienen, bitte kurz anhalten, bis ich aufgeschlossen habe. Natürlich, fahr einfach den Schienen immer weiter entlang, bis du über eine rote Brücke kommst. Ja, da bin ich. Genau, und dann, wenn du an der roten Brücke bist, ist rechts eine Base, das ist die Russen-Base. Oh, da sind auch ein paar von den Ballas, glaube ich. Ach, Adi hat mich sogar schon eingeholt, das gibt's doch gar nicht. So, seid ihr schon da? Nee, noch nicht, ne? Ja, gleich. Ah, ich sehe euch, ich sehe euch. Jawohl, dann einfach mal hinterher. Jetzt hier rum links. Oh, scheiße. Weil wir chillen, eigenes Auto haben. Ich bin der Einzige, der glaube alleine fährt, kann das sein? Nee, ich war auch alleine. Nee, du scheiß Ego. Man teilt das Auto. Adi fährt auch alleine. Noch ein größeres Ego. Sind wir nicht alle ein bisschen Emo? Ego? Emo. Emo, genau. Emo. So, da vorne ist der Feind, also... Lies dich in den Keller ein. Hier links ist auch bei der Yakuza-Base für euch das Autohaus, ne, dass ihr da mal Bescheid wisst. Jetzt mal langsam fahren, hier links hoch. Links hoch, jawohl. So, wir greifen von hinten an. Ich fühle mich wie so ein Schwuler. Ja, ich hoffe, da gibt es ja irgendwas anzugreifen. Oh, das war ja der Parkplatz, Moment. Guck mal eins zurück. Also das ist sehr professionelle Angriffstaktik, aber... Richtig, das ist die Verwirrungstaktik. Wir fahren erst ein paar Mal im Kreis, um sie dann in den Rücken zu stechen. So, hier sind wir da auf der Base. Ja, aber nette Autos hier. Ja, da ist ja kein Schwein. Ja, wo sind die denn alle? Wir jagen einfach hier das Auto hoch. Macht auch Spaß. Oh, Alter, ui, die haben geile Karren. Kann ich mir doch mal einen nehmen? So, sind die abgeschlossen. Warte, da hinten fährt doch was. Ach, das sind wir. Die will ich, ja, die können doch nicht im Krieg mit uns anfangen und dann, wenn es um was geht, einfach abhauen. Was ist das denn? Nur mal so, ich bin Gangmitglied. Weiß aber noch nicht mal, wie ich ein Auto aufbreche. Das ist armselig. Wisst ihr, was ihr machen könnt? Ihr könnt mal die Yakuzas anrufen und sagen, dass wir kleine Überraschung an deren Base haben. Ja, haben wir denn eine Telefonnummer von einem Yakuza? Das Telefonbuch aufmachen. Ja, dann machen wir das doch mal. /Telebuch. Das ist wirklich mal eine gute Idee. Die Player-ID brauche ich aber. Lass dann die. Ja, ich gucke mal, ob ich irgendwie finde. Wie heißen denn die Noobs? Ja, Sam Jung zum Beispiel. Hong Chwing Wang, Lau Yi Hung und sowas. Jet Li. Ich mache mir den ersten Eingang zu. Ja, machen wir mal zu. Wir suchen mal den Matthew. Matthew ist ja der Leader. Der packt da hinten auch einer auch noch davor, dann ist der auch zu. Das ist der Ober-Yakuza. Was ist mit Tsukune Gambani? Nur keine Ahnung, hey, hört sich ja hier in so einer Klamottenmarke an. Ja. Haben die Motorräder, weil sonst kommen sie trotzdem durch. Ja, also wir nehmen einfach mal am besten den ganz da oben da, diesen Xingwang Xingwang. Ist das einer von denen? Ja, keine Ahnung, werden wir gleich erfahren. Wo ist Mr. Hanky, war der bei denen? Nee. Der Hanky, ja, den kann man auch ernten. Alter, die pass auf, wo du hinfährst. Okay, ID 38 probiere ich mal. /Telebuch 38. Sammy Young. So, und ich würde so gerne das Radio anschmeißen, aber dann steht die GEMA wieder an der Hausschwelle und sperrt mir meinen Kanal, die Schweine. Ich stört mich auch ehrlich gesagt. Oh. Ich bin halt. So, Telefonnummer 1242315. Ich rufe ihn jetzt gerade an. Das ist eine kurze, klingelt. Knackige Nummer. Ja, es du könntest klingelt. Aber stell dich mal hinten vor den Eingang. Ja, das wäre eine Idee. Ja, danke. Das können Sie direkt hier alle reinpreschen. Aber hier scheint schon was bei Reichsbase. Wo ist was los? So, T-Schleiß. Bist du einer von den Yakuza? Nein, natürlich nicht. Nist, also deutsch richtig. Nist du einer von den Yakuza? Nee. Okay.
Schade, dann ruf die Bullen an. Wenn du sie siehst... Die wollen Stress in der Yakuza-Base. Siehst, die Ballas haben die Base eingenommen. Naja. Doch. Ja, ich weiß nicht, ob der Gruß ankommt, Benny. Doch, ja, das gucken wir mal hier, slash H. Aber ich finde... Moment, ich gucke es nochmal ins Telefonbuch. Ich schau auch nochmal rein. Wir haben ja auch einige neue gekriegt, ne? Sammy Young, Mr. Hanky, John Payne war doch einer von denen. 49 ID. ID 94738280. Die hat Adi gerade geschrieben. Slash Handy, genau. 94738280. 94738280. So, und der Rest verteilt sich bitte ein bisschen auf dem Gelände. Die Reisfresser kommen. Ich hab mein Auto geparkt. Kommt jetzt mit Gena durch, hoffe ich mal. So. Ich kann ja auch theoretisch über die Mauer klettern. Und der Yakuza? Fragezeichen. Ja, ist er. Ist so, er hundertprozentig. Alle hier schön verteilt. John fucking Payne. Yo, wir haben eure Base eingenommen. Du Lappen. Das dürfen wir doch nicht schreiben. Ach, Lappen ist doch ein ganz normaler Haushaltsalltagsbegriff. Du Nigger, du bist im Gefängnis. Er schreibt jetzt süß, okay. Dann holt sie doch euch. Was ist das denn schon wieder für ein Deutsch? Oh Gott, diese Österreicher, einmal raste aus. Ja, da hättest du zurückgeschrieben, süß und sauer. Okay, also wir warten. Die Leitzehen zu mitnehmen, bitte. Wir warten. Achso, Nigger darf man auch nicht schreiben. Gangster. So, Reisfresser ist in Ordnung. So. Stäbchenpuler, was weiß ich, der fällt schon irgendwas ein. Okay, also ich denke mal, der Anruf hat gesessen. Ja, sowas im Gesitz, Alter. Es geht immer weiter mit deinem Deutsch, du. So, wir sind im Krieg, da kann das sowas mal passieren. So, ich mache hier mal ganz kurz. Wir wohnen in Österreich, der kann kein Deutsch. Im Krieg kann man auch Nigger schreiben, finde ich. Das zweite Auto mal hier so ein bisschen weiter vor. Ich schieb meins mal ein bisschen weiter vor, ich brauche ja nicht einschalten. Wenn er reconnected, dann fällt er uns gleich in den Rücken. Ja, deswegen, haltet hinten mal den Eingang von denen im Blick. Ich stehe am Eingang im Auto. Okay. So, hier ist zu, dann lasst uns mal Richtung Eingang laufen, weil da werden die jetzt alle spawnen. Die werden jetzt slash Q machen, neu connecten. Das Wichtige ist nur, wenn die rauskommen, die müssen ein bisschen Zeit haben zu schießen. Ne? Das heißt, bleibt mal ein bisschen weiter weg. Also wir machen so, wir lassen sie zuerst schießen. Genau, erst wenn von denen einer schießt, schießen wir und dann verlagern wir den. Ja, weil das ist schon verboten, weil bei denen dauert es ja immer ein bisschen, bis die Map lädt. Es herrscht kein Notstand mehr, ne? Okay, und dann verlagern wir das Match hier weiter nach rechts rüber. Ja, aber irgendwer sollte vielleicht auch an den Eingängen bleiben, Leute. Gut, dann gehe ich jetzt. Warte. So, alles klar, gut. Warte, ich gehe da hinten wieder hin. Habo Bibo nimmt da ein. Okay, alles klar. So, Flo stellt sich direkt davor und wartet und winkt. Hallo! Der winkt schon mal hier, ne, der Flo? Wer ist der Einzige, der hier steht? Das ist super. So, wir lenken sie beim Rauskommen mal. Ich weiß auch, wie wir den Part nennen können. Deine Mutter. Fast! Da ist einer, nicht schießen. Heiße Luft um nichts, vielleicht können wir nennen. So, pass auf, ich rede jetzt mit ihm. So. Okay. Frage aufs Deadman, trommel deine Jungs zusammen. Jetzt gibt's Krieg. Jetzt gibt's auf die Reisfresse. Gibt auf den Reis hier. Jetzt kippen wir die Reisdecke um. So, nicht schießen, ganz wichtig. Die Waffe darf ich trotzdem ziehen. Ja, natürlich dürft ihr die Waffe ziehen. Ja. Ihr habt Scheißnamen. So, haben sie Bammel oder was? Hier ist der Admin nicht schon da. Parkplatz gehen. Basecamping ist verboten. Pff, wir haben die Base besetzt. Das ist kein Basecamping. Reißnase. So. John, du kannst dir den Namen Max nicht leisten. Es schießt keiner. Also der Admin sagt, Basecamping ist verboten. Es schießt keiner. Wir wollen es jetzt austragen. Austragen auf der Straße. So. Und dann ist hier Schluss. Dann ist hier richtig Streetfight angesagt. Gut, ich fahr schon mal mit meinem Auto ein bisschen rum. Und wenn ich außerdem über die Yakuza drüber fahre, ist nicht meine Schuld. Mein Auto hat nicht gebremst. So sieht's aus. So. Aber nicht, dass du gelbe Reifen kriegst. So. Ab in die Karre. Klein Burner direkt auf dem Schädel. So, dann kommt auf die Straße. Hier. Ich lauf doch nicht zur Straße. Ja, dann hier, komm rein hier.
So, dann geht mal rein in die Karren alle. Ja. Machst du Magie hier? Hopp. Hopp. Brav. So, jetzt warten wir hier draußen auf der Straße. Also ihr seht, die haben schon ein bisschen Angst, ne? Ach, die trauen sich überhaupt gerechnet. Nicht aus der ja. Base. Ja, schaut mal an, was hier los ist. Ballas-Action angesagt und hier war auch kein Base-Campen. Das ist wieder diese typische Flucht der Yakuza. Das sind einfach nur Feiglinge. Reislinge genau. Sind das. Miese Reislinge. Jetzt klären wir das hier. What the? So, da kommen schon die Ersten. Ich sehe sie schon. Kann ich draufschießen? Es sind doch eh nur zwei. Die müssen alle hier rauskommen. Wir klären es dann hier draußen und dann gibt's Kasala. Kehrst da, wo ich zu Lust hab. Ich rieche Peking-Ente. Du bist sauer. Werden wir in den Kopf geschossen. Ich der Habedab schießt hier wieder, der Lukas. Falsche Taste, ich wusste nicht, dass Steuerung schießen ist. Entschuldigung. Ja, da fehlt noch die Hornhaut, die Ghetto-Hornhaut am Abschussfinger. Und am Schwanz. Piep! Natürlich. Ey, jetzt muss ich nachher, also da gibt's nachher einen Piep dafür. Ja, bei mir aber nicht, Junge. Aber Bier pisst erstmal aufs Reisfressergelände. Und ich glaube, die kommen jetzt, die sind in die Karre eingestiegen. Es kann sein, dass sie uns lustig überfahren wollen. Ja, dann, wenn sobald die hier draußen sind, geht's hier Kasala. Dann lassen wir ein bisschen verteilen. Dann lassen wir ein bisschen Feuerwerk machen. Ja, mal so ein bisschen her gucken, dass sie nicht von rechts oder links kommen. Von hinten geht's nicht. Ja, ist okay. Kommt her, ihr Lutscher. Soll ich ein bisschen mehr ihre Base haben im Auto? Ich will mal rumgucken, ob irgendwas so los ist. Also ihr seht jetzt alle, die das Video schauen, es ist nicht einfach sowas hinzukriegen mit der Yakuza momentan, warum auch immer. Jedes Mal, wenn wir ankommen, sind sie nicht da und wir werden dann immer überfallen auf der Straße aus dem Hinterhalt. Das wird sich jetzt ändern. Da ist aber auch nur einer da hinten, der Matthew Chapman ist hier nur, sonst ist hier keiner. Ja, das ist ja der Oberjapaner. Ja, das ist auch der einzige, der hier gerade steht. Okay. Ah, da hinten läuft noch einer da. Nee, das ist einer von uns. Nö, das ist der einzige, mehr läuft hier nicht rum. Ja, super. Ja, der steht da. Ganz allein steht er im Auto und tut nichts. Oh, what the fuck. Ja, Leute, dann tut's mir jetzt ehrlich gesagt leid. Also ihr seht, sie haben sich wieder vor dem zweiten Match jetzt schon gedrückt. Bisher kam es leider nur zu Angriffsaktionen innerhalb der Stadt. Und selbst da oder so waren es immer sehr ungleich. Jetzt sind wir einmal mit der Gang da und wollen hier mal Tacheles reden. Und dann werden wieder Ausflüchte gefunden und Basecamping, was wir ja nicht gemacht haben. Wir wollten einfach mal nur den Kontakt suchen. Ja. Und ich würde sagen, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal. Stirb! 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 Eindringen und das uns für uns nehmen. Die haben wir nicht verteidigt, sind selber schuld. Ja. Wir hätten euch... Oh, jetzt habe ich... Pfosten. So, komm hier rein in meine Karre. Jo. Wir hätten euch jetzt gerne hier ein richtig cooles Match geboten. Leider ist es nicht zustande gekommen. Ja, wir haben leider nur Opfer und keine Gegner bei uns in der Diplomatie. So sieht's leider aus, Leute. Doch, und wenn die Reisfresser das sehen... Ich Spaß dazu haben. So, für einmal gegen alle hier ihren Wagen. Na klasse. Dong, dong. Haha, er ist von seinem Auto runtergefallen. Idiot. So. Bam, bam, bam. Also, was ich sagen wollte, wenn die Reisfresser dieses Video hier sehen, wo sie sich in absoluter Pein und Schmach begeben... Und das absolut nicht der Ehre der Yakuzas entspricht, dann können Sie sich gerne bei... Lass mich doch mal ausreden jetzt! Dann können Sie sich gerne bei uns melden und mal einen netten Termin vereinbaren. Wir haben immer Zeit, wir ballern euch das Hirn aus der Nase. Ja, wir werden unsere Handynummern unten reinschreiben und ja. Warte mal, der Haupttyp rennt hier gerade rum. Macht er. Wir umkreisen jetzt die Base, ne? Wie so ein Rudel Wölfe. Ich bleib mal direkt vor ihm stehen, mal gucken, was er macht. Ne? Wow. Adi, fahr mal zurück zum Reisepresser-Chef. Ach, ich schieb dein Auto wieder zurecht. Ja, okay, dann mach das mal. Also, um da mal jetzt auch nochmal von dem Yakuza-Thema kurz wegzukommen, weil es ja gerade ziemlich langweilig ist, dass sie sich nicht trauen. Der Server bietet ja echt coole Events. Wir haben heute bei einem mitgemacht auf so einem Mega-Chat. Da gibt's auch immer richtig viel Kohle zu gewinnen. Und ich sag einfach, registriert euch mal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ist ganz lustig. Kann hier von Polizist, Gangster, Feuerwehrmann, wer es noch nicht weiß, alle Berufe fast machen. Bald gibt es auch den Beruf Nutte und das ist kein Spaß. Ja, richtig. Wir stellen dann an, also wir eröffnen den ersten Straßenstrich. Und da kommt einer her auf die Herbertstraße, dann gibt's auf die Fresse. Hier, was ist das denn für einer hier? Unterhält sich gerade mit Batman da, ne? So, dann würde ich sagen... Schade, vielleicht beim nächsten Mal das Match, aber wenn ihr auf dem Server drauf seid und ihr seht ein lila Fahrzeug, dann einfach mal kurz warten. Meistens beginnt dann schon die Ballerei. Steigt zu uns in die Karre, wir nehmen euch mit. Ja, wir nehmen euch mit und
zeigen euch ein bisschen, was bei uns im Alltag los ist. Und ja, sagen wir mal. Aussteigen hier! Lukas. Warte, Angriff, warte, hier, komm her! Wo Angriff? Wo? Der Typ hinter mir! Oh! Ja, wo bist du denn? Ja, hier! Oh, was ist der mit dem hier los? Mach mal ein 1 und 1 gegen ihn, komm! Jetzt haben wir noch ein Match, lass ihn mal! Lass mal den Markus gegen ihn boxen! Komm her, du Lappen! Ich jetzt, ich nix boxen hier, Fresse! Komm, knallt den ab, den Lappen! Oh, jetzt hat er zwei Wanteds, okay? Yep. Ja, meine noch mal drauf hier, was ist denn los, Mann? Ich bin doch mal weg! Ja, jetzt hat Lukas zwei Wanteds. Ich sag aber auf jeden Fall schon mal Danke an Lukas, dass du jetzt dabei gewesen bist und auch in den nächsten Folgen des Öfteren zu sehen wirst, wirst. Und die zwei Wanteds, die du hast, werden wir dann im nächsten Part machen und die richtig geile Verfolgungsjagd, das überhaupt Bestehen der Ballast euch zeigen. Ist gerade richtig lustig, der Yakuza-Chef schiebt erstmal die ganzen Autos zurecht, die ich gerade umgeschubst habe. Oh je. Gut, dann sag ich mal, bis zum nächsten Part der Verfolgungsjagd und dann schauen wir mal, wie wir den Lukas da rausholen können mit zwei Wanteds. Aber das kriegen wir schon hin, ja? Ich sag dahin, gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Jetzt hab ich alles hier nochmal schauen, meine Aufnahme. Wir sind wieder da, Leute, die Yakuza schießt auf uns. Blatt, jetzt reicht's hier endgültig mit den Reißfressern. Immer schießt er uns in den Rücken, die Schweine. Und da die Biker. Hier! Bikers sind auch mit dabei, die Mistmaden. Die Yakuzas haben Verstärkung gerufen, die Schweine. Die machen wir doch richtig. Jetzt gibt's Lack, Freunde. Jetzt ist Schluss hier. Ein für alle Mal. Was soll das denn? Wo sind wir denn hier? Der lackt aber auch rum hier. Da haut er ab hier. Komm, hinterher, Jungs. Mit seiner Lederhose. Komm, mach den fertig. Den halte ich auch drauf, diesen Sack. Ich höre einen Helikopter, Leute. Ja, das ist den ihrer. So, von der anderen Seite. Lauft rechts rum, Adi. Komm hier, rechts rum. Alter, ich hab die AK am Anschlag. So, hier ist noch so ein Yakuza. Der Chapman haut ab über die Brücke. Ich bin jetzt auf der Autobahn. Ihr müsst mir hier helfen. Hier, was ist mit dem Cedric eigentlich? Ja, komm, ich steig hier in die Karre. Da ist einer. Adi, komm, steig ein, Junge. Der BSN brennt, oh. So, wo seid ihr, Leute? Auf der Autobahn. Ich brauche hier ein bisschen Backup. Ja, ja, ich komme. Wir sitzen im Auto, Adi und ich, die Highskiller. Komm raus, das ja, so. Der eine Yakuza, der Anführer, ist tot. Sayonara. Sayonara. So, wo ist jetzt hier die Lederfratze hier von der Biker-Gang? Hier, Svekdok ist hier bei mir. Ich hole dauerhaft aus dem Heli raus. Ja, dann schießt einfach den Heli in die Luft. Hat sich schon erledigt, er ist tot. So, ihr habt gesehen, also was für eine feige Aktion. Hinterhältige Bande ist das. Echt, ey. Unglaublich. Wir wollten gerade fahren oder so, ne? Und haben uns ja noch verabschiedet in der Aufnahme. Und prompt, ungelogen, 5 Sekunden, nachdem wir hier abgebrochen haben, kommt aus dem Hinterhalt eben mit allem mit AKs und sowas auf unsere Autos drauf. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Da haben wir es einfach mal weggebasht hier. So. Haben wir euch noch ein kleines Match gegeben, das wird sicherlich bald eskalieren. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt aber wirklich, tschüssi! Ja, tschüss! Ciao!